Montag im Schulsanitätsdienst der katholischen Oberschule Franziskusschule in Wilhelmshaven. Von Bauchschmerzen über Pflasterkleben bis hin zu komplizierten Einsätzen. 17 vom Malteser Hilfsdienst gut ausgebildete Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter kümmern sich um die kleinen und großen Sorgen der Schüler und Lehrer. Noch? Eike, komm nach vorne bitte. Danke. So. Zunächst nehmen wir eine ganz normale herkömmliche Wundauflage. Die legen wir auf die Wunde. Eike hält sie schon mal für mich fest, da ich jetzt mit dem Dreieckstuch komme. Wenn man kein Dreieckstuch zur Verfügung hat, kann man auch was anderes nehmen. Hauptsache ist, die Ader wird dicht gemacht. Bereitet schon mal hier oben einen Knoten vor. Einen lockeren Knoten vorbereiten, da man jetzt mit dem Verbandspäckchen kommt, das man darunter legt und das dann schön fest zuzieht. Wirklich schön fest, dass kein Blut mehr austreten kann. Dann macht man da erstmal einen Knoten rum. Eike lässt dann mal los. Jetzt kann man nämlich gucken, ob noch weiter Blut austritt. Was erstmal nicht mehr der Fall ist, zumindest nicht mehr so stark. Dann legt man den Arm auf die Brust des Patienten und packt die, da sie jetzt bei Bewusstsein ist, in die Schocklage. Dazu nehme ich Jacquelines Beine, strecke sie gerade und halte sie so hoch. Und währenddessen kann man auch schon mal auf den Patienten einreden, dass er Hilfe unterwegs ist. Und ja, das war's soweit. Habt ihr Fragen? Und geht Jacqueline schon besser? Das ist gut. Der Augenarzt meinte, sie hat eine Entzündung im Auge. Und jetzt muss sie Augentropfen nehmen, aber sonst ist alles in Ordnung. Okay, das ist schon gut. Ja. Kommt sie morgen wieder? Ja. Hat der Sandermann noch was gesagt? Ja, er hat sich schon mal bedankt. Bei mir, aber auch im Namen für dich schon mal. Dankeschön für den Hologramm. Schulsanitätsdienst, Vanessa Janssen. Ja. Ja, okay, bis gleich. Was passiert? Wir müssen rüber zu klein. Scheiße! Hallo, das ist der Schulsanitätsdienst. Was ist denn genau passiert? Ich saß da vorne auf der Bank und dann wollte ich aufstehen und in die Klasse gehen. Und dann bin ich runtergefallen. Okay, wir sehen, dass dein Knie verletzt ist, aber hast du sonst noch Schmerzen im Nacken oder am Kopf? Nein. Okay, dann helfen wir jetzt erstmal auf die Bank wieder und dann helfen wir dir mit dem Knie. Okay. Nimmst du deinen anderen Arm? Okay, wir stehen jetzt langsam gemeinsam auf. Achtung. Nimmst du deine Hand? Genau. Danke. Langsam. Ach. Scheiße. Okay, dann warte, genau, setz dich immer hin. Scheiße, Alter. Aber sonst tut dir nichts weh? Nein. Oh Mann. Schau mal die Wunderfrage vor. Dir geht's gleich besser. Ich wünsche euch schon guten Morgen. Guten Morgen, Herr Sandermann. Thema Neutralisation kommt in unserem Leben häufiger vor, als wir denken. Zum Beispiel jetzt im Sommer wieder Phenestil. Hat jemand eine Ahnung, welche Lauge da drin ist? Natronlauge. Genau so ist es. Und kennt das jemand zufälligerweise? Ja, ich hab das auch. Ah, man sieht, direkt aus dem Leben. Klasse. Was wird neutralisiert mit Phenestil, mit der Lauge? Genau, so ist es. Perfekt. Und ein zweites Beispiel hatten wir. Maloxan, da ist Magnesiumlauge drin. Neutralisiert was? Haben wir uns gemerkt. Magensäure. Bedanke mich. Genau so ist es. Zum Abschluss der Einheit wollen wir heute nochmal eine Neutralisation hier vorne durchführen. Und zwar Salzsäure mit Natronlauge. Da würde ich zwei von euch nach vorne bitten, die das Ganze eben machen. Dann nehmen wir einfach mal Lena und Jacqueline. Auf geht's. Die Brille nicht vergessen. Scheiße. Sanitätsdienst, Marvin, Vanessa. Holst einmal die Augenspülung, genau. Danke. Achtung, das wird jetzt ein bisschen unangenehm. Okay, darf ich mal sehen? Ja. Damit gehst du jetzt bitte nochmal mit Vanessa zum Arzt, lässt dich im Sekretariat freistellen und dann untersucht er das nochmal. Dann wünsche ich dir schon mal eine gute Besserung. Okay, danke.
Habt ihr das neue iPhone schon gesehen? Ja, das ist total geil. Das sieht echt toll aus. Am besten gefällt mir das iPhone 5. Aber das iPhone 6 ist viel besser. Mary, alles okay? Mary? Entschuldigung, Sanitätsdienst Saga, wo genau befindet sich der Notfallort? Ja, hallo? Wir sind in der Aula. Ja? Ja, was ist denn genau passiert? Mary hat eine Platzwunde. Sie ist bewusstlos. Ja, verstanden. Also eine Person gestürzt, bewusstlos mit Platzwunde. Wir sind unterwegs. Dankeschön. Okay, bis gleich. Tschüss. Hallo, was ist denn genau passiert? Sie wurde geschlagen und dann ist sie im Kopf auf den Tisch geknallt. Okay, ich danke dir. Du kannst schon mal in deine Klasse gehen und deinem Lehrer Bescheid sagen, wir kümmern uns jetzt um sie. Dankeschön. Bitte. Hallo, hier ist der Sanitätsdienst. Kannst du mich hören? Hallo? Okay, sie ist bewusstlos. Bist du schon mal in der Rettungswagen? Ja. Okay. Hallo, Vanessa Janssen. Wir brauchen einen Rettungswagen zur Franziskusschule an die Mitscheidigstraße. Wir haben eine Bewusstlose mit einer Platzwunde am Kopf. Nur eine Person. Alles klar, dankeschön. Tschüss. Ja, okay. Kommt. Danke. Kannst du mir schon mal einen Verband und eine Wundauflage geben? Ja. So, dann wünsche ich euch allen erstmal einen schönen guten Morgen. Guten Morgen, Herr. Das habe ich auch schon mal lauter gehört. Na gut, wir wissen, was wir heute machen. Wir bauen jetzt unsere Schaltung zu Ende. Ihr habt das ja schon gesehen. Dieses hier, was wir letztes Mal angefangen haben, fast zu Ende. Wir löten das gleich noch zu Ende, probieren es aus. Und ich hoffe, dass es hinterher bei allen einigermaßen gut funktioniert. Also holt bitte eure ganzen Sachen, Lötkolben, alles, was ihr braucht. Und dann sehen wir mal weiter. Taschentücher. Ja, kriegst du. Ah! Jo, Unfall befindet sich im Physikraum. Das habe ich noch nicht. Sie hat sich am Lötkolben verbrannt. Am Daumen. Gut, tschüss. Franz weiß es nicht da. Sanitätsdienst. Also da vorne links einmal. Okay, danke. Du bist die Patientin? Was ist denn genau passiert? Ich bin mit dem Lötkolben abgerutscht. Okay, ist der Strom aus? Ja. Okay, gut. Holst du einmal den Verbandskasten. Wir werden dir jetzt ein Pflaster mit Aluminium rummachen und das dann leicht kühlen. Und dann musst du mit Vanessa zum Arzt gehen, lässt sich vorher am Sekretariat freistellen dafür.
Und der gibt dir dann noch untersucht dich dann noch und gibt dir Salben dafür. Okay. Gut, danke. Machst du schon mal das Kühlpack an und wickelst es ein? Ja. Das wird jetzt leicht wehtun, aber das Kühlpack lindert den Schmerz gleich. Okay. Ja, ist an. Wir kühlen das jetzt nur leicht, weil man soll das nur leicht kühlen. Und dann gehst du jetzt mit Vanessa ins Sekretariat, lässt dich freistellen und gehst dann zum Arzt, der untersucht das und okay. Behandelt dich. Gute Besserung. Danke. Jo.